Ich heiße Nazareth Panadero und ich bin hier in Basel, weil wir unsere gemeinsame Stück Mañana Temprano spielen werden. Wir haben das zusammen kreiert, Michael Strecker, Adolf Binder, Meritxell Aumedes und ich selber. Das war eine Koproduktion Madrid Theatros Canal und Festival Grec in Barcelona. Und für hier werden wir auf Deutsch spielen und ein bisschen Englisch. Ja, ich bin Michael Strecker und ich bin seit fast 30 Jahren in der Company von Pina Bausch und da habe ich auch die Nazareth kennengelernt. Nach Pinas Tod haben Nazareth und ich dann festgestellt, wir sind noch lange nicht fertig. Das war besonders spannend, als dann auch Adolphe dazu kam. Noch in Corona-Zeit haben wir angefangen, alle vier zusammenzuarbeiten. Und ich denke, das ist sehr geprägt für die Zeit, wo wir das gemacht haben, von alles, was draußen passiert, aber auch innen. Und das haben wir uns, glaube ich, sehr, sehr verinnerlicht. Es gibt die Filme von Meritxell Aumedes. Es ist ein Dialog zwischen der Paar Mann und Frau, das da auf die Bühne stehen, und die Filme. Dieses Spiel zwischen das Fleisch und Knochen und der Projektion finde ich sehr wichtig und erzählt sehr viel.